Ja, hallo und herzlich willkommen, Dennis Karten. Ja, zuerst mal was Trauriges. In der Früh sind zwei tote Entenküken im Käfig gelegen, also da, wo ich die Küken immer habe, sind tot im Käfig gelegen. Ich fürchte, es werden noch drei sterben. Ich habe sie zwar versucht, heute zu füttern und ihnen Wasser zu geben, aber irgendwie sind die zu schwach. Also, ich gebe mein Bestes, aber ja, man kann es nicht ändern. Und dann möchte ich auf Sabines Frage nochmal antworten. Ich habe schon, naja, schon. Als ich das letzte Video bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass mir ein Teil fehlt. Und zwar da, wo ich der Sabine geantwortet habe, was besser ist, Gänse, Enten oder Hühner. Ich hatte selber Gänse und ich muss sagen, Gänse vor allem während der Paarungszeit sind sehr, sehr aggressiv. Vor allem die Jungs. Und so ein Ganter hat Flügelspannweite zwischen 1,5 und 2 Meter. Das ist gewaltig. Ich bin 1,50 groß, also ihr könnt euch vorstellen, was für ein Ausmaß das hat. Und so ein Ganter kann ganz schön aggressiv werden. Natürlich sagen viele, er ist ein guter Wachhund. Ja, ist er auch. Menschen gegenüber. Aber wenn er einen Fuchs sieht oder einen Storch, dann flüchtet er auch. Also, ja. Ganter, Gänse für mich kommt nicht mehr in Frage. Ich kann mich erinnern, als ich die Gänse hatte, der ist immer auf die Hühner losgegangen und zum Glück sind ja die Hühner, haben ihr eigenes Gehege. Ich hatte da weniger Glück. Zweimal. Einmal hatte ich da eine blaue Hand, so wie er mich erwischt hat. Und einmal in der Kniekehle, da hat er mich so, da war ich einen Monat lang, das war nicht blau, das war schwarz. Und eigentlich hat er mich immer irgendwie hinterlistig angegriffen. Also, sobald ich mich umgedreht habe und meines Weges gegangen bin, hat er mich von hinten angegriffen. Also, wenn ihr nicht auf andere Tiere, wie soll ich das sagen, hier in Ungarn ist das ja nicht so mit dem Tier, also dass du dann die Hühner und die Enten zum Tierarzt bringst, der sagt, ja, schlachten. Wenn ihr euch das ersparen wollt, dann entweder ein extra Gehege, wo niemand hinkommt oder keine anderen Federvieh ist, keine Hühner oder keine Enten, denn so ein Ganter kann sehr aggressiv sein. Deswegen sage ich für mich Gänse, nein, danke. Hühner und Enten, da ist eher umgekehrt die Sache. Da gehen die Hühner eher auf die Enten los, wenn die gerade essen wollen und eine Henne steht schon dort, dann hackt sie schon mal nach der Ente. Die Enten sind da nicht so, also die drehen sich um und gehen weg, aber eine Henne ist da etwas aggressiver als eine Ente. Auch fressen mir die Enten auch aus der Hand. Und natürlich, wenn ich die Hand nicht ordentlich hinhalte, also man muss wirklich schon die Hand richtig ausstrecken, die Hand was nehmen und hingeben, dann haben sie nicht die Möglichkeit zu zwicken. Sie wollen ja nicht zwicken, aber wenn sie sich was nehmen aus der Hand, dann erwischen sie halt die Haut. Aber das ist, ich würde jederzeit, wenn ich eine Nacktschnecke finde, den Enten geben, aus der Hand zu fressen. Denn ich weiß, die machen es nicht absichtlich und das tut nicht wirklich weh. Also, mein Gott, na. Also, Hühner und Enten ja, Gänse nie wieder. Vor allem meine Enten, die sind ja so lieb und so traurig und sie laufen mir überall hinterher. Und ja, ich werde das Thema wieder ansprechen. Die werden früher oder später auch mal geschlachtet, aber eher später, nicht früher. Wenn sie einen gewissen Alter erreichen, dann werden sie geschlachtet. Ich will ja auch was davon haben, was essen und wir haben ja immer wieder Nachwuchs, hoffe ich. Von den Enten eher 30, was wir hatten, sind mindestens 10 gestorben. Ja, ist es übertrieben, aber mit den zwei heute kommt 10 mit den 10. Und die anderen 10, die sind nach der Halbzeit hat sich da nichts mehr weiterentwickelt. Also ich habe da ein paar Eier schon aufgemacht gehabt und habe reingeschaut. Das war irgendeine Flüssigkeit, aber das war nicht wirklich zu identifizieren, was das jetzt werden soll. Das war, ja,
irgendeine Masse da. Das war keine Ahnung, was die Eier hatten. Entweder, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall 10 sind es. Ja, 10 minus 2, 8. Also das heißt, ja, etliche sind nach dem Schlupf gestorben. Und ja, also ich habe insgesamt noch 8. Wobei ich denke, es werden noch 1, 2, 3 noch das Zeitliche absegnen. Und ja, ich wollte mehr Entchen haben. Auch hat diese eine Familie aus Deutschland, die sich ein Haus kaufen wollte, einen Brillenvertrag abschließen, haben sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es nicht geschafft, vielleicht haben sie es geschafft. Ich würde mich freuen, wenn sie sich wieder melden und Bescheid geben. Sie können auch jederzeit einmal auf einen Samstag vorbeikommen, wenn sie in Ungarn sind. Und ja, vielleicht will ja noch jemand Bommelentchen haben. Na Maja, was hast du wieder mit deinem Auge? Blendet dich die Sonne? Ja, meine Entchen haben immer was. Die zanken sich ja auch. Die Kinder. Also bleibt dran, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich habe nachgeschaut, der Heidi geht's gut. Die Sonne hat sie geblendet und dann hat sie das Auge so zugemacht. Ich habe jetzt nachgeschaut, es ist alles okay. Keine Sorge, ich kümmere mich um meine Tiere. 7 von 12 sind übrig geblieben. 5 haben es nicht geschafft, leider. Aber die 7 sind recht putzig. Sehr mobil, fressen viel, waschen sich recht gut und sind lustig und pfeifen mir hinterher. Die haben vorhin ein paar Regenwürmer gekriegt. Und ja, meine Babys. Was ist denn mit euch los? Haben gerade frisches Wasser bekommen und da sind sie total aufgebracht. Und Futter haben sie nochmal gekriegt. Ja, wir müssen ja essen und wachsen. Da ist ein zweites Bunti da. Hunger. Ja, ich gehe schon runter, dann könnt ihr... Ja. Neugierig. Ja, was denn? Ja, komm her, Schatzele. Ja, komm her, Schatzele. Ja, komm her, Schatzele. Das ist ein bisschen verpickt. Aber sonst... So schnell kann ich mit der Kamera nicht schwenken, wie sie laufen. Das ist ein freches Dach. Ja, Wasser. Frisches Wasser hatte ich die Mami gebracht. Von Donnerstag auf Freitag hat es ja ziemlich gewittert. Und gestern war es ja doch etwas kühler als sonst. Naja, und jetzt haben wir eine dicke Suppe. Für Mai ungewöhnlich. Ja, ich wollte heute noch was im Garten machen. Ich hoffe, dass die Sonne heute noch rauskommt. Denn ich habe noch Sonnenblumensamen zu setzen, Hokkaido habe ich noch und Zucchini wollte ich auch noch setzen. Aber es ist, ja, wie ihr sehen könnt, nebelig, etwas frisch, aber es geht. Und das Beste war, ich habe heute meinen Blackie gesucht in der Früh. Mein Mann hat gesagt, ja, er hat ihn gehört, kräftig krähen. Ich habe Hühnerstall, Juregeld! Und da hat er gemeint, er hat den Blackie gehört. Ich habe ihn nicht gehört, ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Und ja, ich bin dann in den Hühnerstall gegangen, weil alle sind rausgegangen. Auch der kleine Adler, nur Blackie nicht. Dann bin ich reingegangen, habe geschaut, wo er ist. Isa, da gelegen, wo hat er sich auf ein Nest hingelegt, wo die Hühner Eier legen. Hat er sich dort bequem gemacht und wollte gar nicht rausgehen. Aber bei dem Wetter, wer will denn auch rausgehen? Blackie, der alte Herr, auf keinen Fall. Und was mir aufgefallen ist, die Esme, die ist ja jetzt auch... Mh,
Die ist jetzt 3 Jahre alt, etwas mehr als 3 Jahre alt. Und die geht schon, sagen wir mal so, sie geht langsam bequem, hat es nicht eilig, durch die Gegend zu laufen. Ach, da vorne ist sie, ich sehe sie schon. Ist auch eine braune Henne, wie die anderen, aber nicht so groß wie die anderen. Warum auch immer, vielleicht das Alter, vielleicht die Verletzungen vom Fuchs, die sie abgekriegt hat vor 2 Jahren. Aber sie hat es nicht eilig beim Gehen. Und das ist die Esme, die braune da. Sie hat es nicht eilig. Im Gegensatz zu Andl geht sie sehr langsam und Andl hat es eiliger. Das ist Tweety. Und ja, später schaue ich nach der Glucke, ob sie raus will. Die ersten paar Tage musste ich sie immer von den Eiern hochheben, damit sie in die Gänge kommt. In der ersten Woche, sagen wir mal so. Aber danach ist sie von alleine aufgestanden, rausgegangen, gegessen, getrunken. Auch gestern, ich habe nur die Tür aufgemacht, habe mit ihr halt, ja, so wie ich bin, mit ihr geredet. Und sie ist von alleine aufgestanden, rausgelaufen, hat ihre Sachen erledigt, essen, trinken, kacken, Pipi machen. Ja, auch wir machen Pipi. Und ja, nächste Woche sollte sie schon kleine Küken haben. Montag, Dienstag sollte es losgehen bei ihr. Ich werde ihr heute nochmal die Tür aufmachen. Wenn sie rausgeht, gut, wenn nicht, dann lasse ich sie wieder in Ruhe, mache die Tür zu. Aber jetzt kommt die Zeit, wo sie dann langsam brüht, die Eier, also die Endphase ist. Die Schwalben brüten ja auch in der Garage. Und ich war hinten auf dem Feld. Bevor ich die Enten hatte, habe ich ja die Nacktschnecken gekillt. Aber seitdem ich Enten habe, da schnappe ich mir so einen kleinen Kübel da, von da, und gehe nach hinten, sammle die Nacktschnecken ein, bringe ihnen die, denn dort, wo die Nacktschnecken noch zu finden sind, kommen die Enten nicht hin. Da habe ich abgesperrt, den mobilen Zaun hingestellt. Und da bringe ich ihnen und schmeiße die Nacktschnecken daher, da wo die zwei stehen, wo Trick und Track stehen. Und die haben sowas von gegessen, die haben sich so gefreut über die Nacktschnecken. Also ehrlich, eine größere Freude kann man den Enten, glaube ich, nicht machen. Mein Mann hat es in der Früh schon geekelt. Er hat gemeint, oh, den hängt der Schleim an dem Schnabel links und rechts runter. Er hat gesagt, naja, aber das ist ein Leckerli für die Entchen. Jetzt schauen sie, ob es da wieder Nacktschnecken gibt. Aber weil es ja so bewölkt ist, kann ich ja nochmal loslegen. Und die Amsel büchst immer wieder aus, jeden Tag. In der Früh büchst sie aus, kommt raus, geistert hier im Vorgarten, geht in die Garage, legt ihr Ei. Und irgendwann einmal, nachdem sie Ei gelegt hat, schnappe ich sie mir, bringe sie wieder rein und dann bleibt sie meistens oder großteils bleibt sie dann drin bei den anderen. Gestern ist sie am Nachmittag noch einmal ausgebüxt. Aber ansonsten, sie kommt raus, sie legt ihr Ei noch immer in der Garage. Und ja. Ja, wow. Ja, sie ist eine junge Henne. Zuerst räumt sie ein bisschen auf hier mit den Kleinen. Jagt ihnen hinterher. Und da kommt sie schon angelaufen. Und jetzt geht sie auf ihren los. Du bist eine schlimme Amsel. Naja, Trick lässt sich nicht von dir vertreiben. Die haben einen schönen Sitzplatz gefunden, geschützt. Bella, Dina, die zwei Hähne, einer von denen kräht schon, versucht schon zu krähen, sind aber erst 3 Monate alt. Also einer ist schon frühreif. Wer mir gut gefällt, ist der schwarze Hahn.
Der ist irgendwie zu drollig. Kann aber genauso ein Ekelpaket sein wie der braune. Weiß ich nicht, störe sie, ich gehe weg. Die haben ja so gut gegessen. Die haben sich auch gewaschen. Und jetzt ruhen sie sich aus. Zwei sind unter der Glucke, wie ich sehen kann. Zwei, ja. Die anderen liegen hier draußen. Und die sind so putzig. Leider nur sieben. Sechs haben sich nicht mehr, ja, waren es fünf oder sechs Stück, weiß ich nicht mehr. Die sind leider verstorben, haben es nicht geschafft. Aber die sind ziemlich putzig. Vor allem, wenn sie baden und dann ihre kurze Flügel da schütteln, das schaut so lustig aus. So, ich habe ihn erwischt. Mein Mann betrügt mich. Ein Betrüger. Und mit wem, das zeige ich euch. Er hat da eine weiße Schönheit. Ja, was ist denn? Fühlst du dich wohl bei Papi? Ha? Hübsche. Geht es dir gut? Hm? Ja, was denn? Noch höher hinauf geht's nicht, Schatzele. Sie putzt meinen Mann. Eine Schulterhenne. Ja, was denn? Du bist aber nicht auf meine... Nein, nicht auf mich jetzt. Ich habe so gehofft, dass sie zu mir möchte, aber nein, sie ist treu. Was denn, bist du jetzt doch zu mir? Bist du jetzt doch zu mir, Schatzele? Ich bin ja auch ganz nah da. Na komm, bleib stehen. Nee, sie liegt ganz bequem. Sie hat sich's bequem gemacht und will, glaube ich, runter. Du musst ein bisschen runtergehen, oder... Na komm, geh runter. Oh, nicht auf die Terrasse. Schatzele? Na, dann nimm sie doch, bitte. Na komm auf meinen Arm. Na komm, Schatzele. Ja, du bist eine Brave. Sie ist endlich zu mir gekommen. Ja, so macht man das. Na, meine Hübsche. Ja, du hast gut gegessen. Dein Krug ist voll. Freut mich. Na, halt. Jetzt. So, ich habe hier ein bisschen ein Ei zermatscht für die Entchen. Und da könnt ihr sehen, was da abgeht. Die pfeifen schon. Die sind alle unter der Glucke gewesen, jetzt kommen sie zum Vorschein. Das ist immer so herrlich. Auch kleine Entchen wissen, was gut ist. Und das brauchen sie auch. Und ein bisschen Wasser gebe ich ihnen noch. Denn zum Essen braucht man Wasser. Seid ihr. Brav seid ihr. Ja, trinken. Ja, brav trinkt ihr. Unsere Babys. Ja, wie sie auch trinken, Schatz. Ja, durstig. Ich habe euch ein bisschen was vom Garten gezeigt. Meine Tierchen, unter anderem auch die kleinen Enten. Ja, von 13 kleinen Entlein sind nur mehr 7 übrig geblieben, denen es auch gut geht, die gut essen, die gut trinken, die Krach machen und ziemlich mobil sind. Und ja,
Das ist dann auf der Natur. Eine Ente, die hat die Ente oder Henne, Glucke, die schmeißt ja die lebensunfähigen Küken immer raus aus dem Nest und kümmert sich nur um die, die was, ja, eine Überlebenschance haben. Wir hatten ja gehofft, dass wir mehr durchkriegen. Leider ist das nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, von 13 sind nur noch 7 übrig. Und ich hoffe, dass die auch wirklich groß werden und hübsch werden und gesund bleiben. Ist halt so. Und da hat mich mal die Evelyn angeschrieben, sie würde sich freuen, mit uns zu treffen. Wenn das wirklich so ist, dann schreib mich noch mal an. Und ja, ich bin sicher, wir können da was zustande bringen. Bis dahin bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Unten abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Was gibt? Drückt auf die Glocke, dass ihr ja kein Video von mir verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen.